Hallo, 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 weiter geht es mit Clash of Fucking Clans. Ich bin der Nasi, begrüße euch ganz herzlich. Der Park kommt ein bisschen später, tut mir leid. Aber er kommt auf jeden Fall passend. Beziehungsweise nicht passend, sondern er kommt halt auf jeden Fall. Ich wurde wieder angegriffen, aber wieder verloren. Leider, leider, leider. Aber wir kassieren mit dem ganzen Gold, was wir gerade hier so am Start haben. So, Bomb. Hier sieht man den Angriff, den ich leider wieder verkackt habe. Wiederholen die ganze Kiste. Ich habe 40.000 Gold verloren über Nacht. Eieieiei, das ist nicht gerade die feine englische Art, da sieht man wieder, die dringen da einfach durch. Und da kommen die Einheiten, die auch am Start haben. Ich bin gerade dabei, meine Einheiten auszubauen, beziehungsweise, dass ich mehr Einheiten bekomme. Das ist so der Plan, den ich habe, den wo habe ich auch umgesetzt. Wir werden auf jeden Fall erstmal Truppen anfordern, damit die Kiste hier ins Rollen kommt und können jetzt weiterhin erstmal ein paar Einheiten bauen. Das machen wir auch, wir brauchen mal Einheiten. Ich schau mal, was haben wir denn gerade, wir haben ziemlich... Das passt, die Brecher passen. Dann bauen wir auf jeden Fall noch ein paar hiervon. Hiervon. Und dann gucken wir hier nochmal. Oh, eben alles erneuern. Entschuldigung. So, zack. Dafür noch 5 und davon noch 5. Und dann gucken wir mal, wie viel wir noch haben, beziehungsweise wie viel wir noch brauchen. Ich habe ganz schön viel Money, ich habe ganz schön viel Elixiere, aber ich hätte gerne mehr. Wer das erwartet? Schon wieder einen kleinen Krieg. Du wurdest befördert. Oh nein. Yeah, ich wurde befördert. In Silberliga 3. Das gibt's ja gar nicht. Silberranking. Silberranking. Das kann ich ja fast schon ein Elo-Boost machen. Oh Gott, Lars, du redest zu viel Scheiße. So, was geht im Clan ab hier? Ich auch. Sehr schön. Ich brauche die Verstärkung. Sehr schön. Ich habe angefordert, das passt insoweit alles. Wir konzentrieren uns erstmal jetzt auf die Mauer, die will ich erstmal gleich hochziehen. Außenrum wäre am wichtigsten, damit die erstmal hier fertig gebaut ist. Wir können ein Arbeiter, ist alles voll, wir können also, lass erstmal knacken hier, wa? Oder dann erstmal ausbauen, komm. Wir bauen erstmal aus, bevor wir es knacken lassen. Zack, zack, zack. Und der Pimmel ist ab. Das noch ausbauen und natürlich noch in diese Mauer ausbauen. Das ist außenrum zu, alles fertig ausgebaut, das ist Wunderbärchen. Aber wir können uns schon mal jetzt konzentrieren. Der feine RF-Guy hat mir gestern nochmal geschrieben, er meinte, ich kann besser das Rathaus ausbauen. Ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Das habe ich jetzt hier auf 4 hochgezogen. Und das ist jetzt hier auf 3. Also das wäre natürlich jetzt geil, wenn ich das hier noch upgraden könnte. Das würde ja einiges kosten. Egal, wir greifen jetzt mal an. Mein Schild hat wohl noch 9 Stunden. Scheißegal auf die 9 Stunden. Ich greife jetzt mal an. Ich werde alle vernichten, alle vergenussfecken, alle von hinten besteigen und ja, töten. Ficken. Rasieren. Oh mein, so geile Bases, die alle... Das ist eine Base hier? What the fuck, Alter? Das ist ein Lower Bob, obwohl ich vor ein paar Folgen genauso scheiße war. Alle schon so gut... fuck, 8000 wollen wir nicht haben. 5000 ist auch low. Also ich brauche unbedingt Gold, deswegen nur auf Gold, Gold, Gold. Für die Mauern, Mauern, Mauern. Gold, Gold, Gold. Und jetzt ein bisschen Elixiere, damit wir dann in das zweite Armeenlager upgraden können. Damit wir dann unsere Einheiten noch mehr ausbauen, beziehungsweise noch mehr Einheiten bauen können. 22.000 ist mir zu wenig. Das ist mir auch zu wenig. Oh, diese Musik. Das ist auch zu wenig. Das ist das Wenigste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Nein, das ist 8.000. Nein, weg damit. Und ich habe 8.000, ist auch zu low. Ja. Ja, aber... ist das denn machbar? Ist das denn machbar? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Tralalala. Lalalala. Ist es nicht. Wir werden mal eben den Kampf hier so, weil ich möchte eben noch. Am besten warten wir noch ab, bis hier die Anforderung, beziehungsweise dass wir ein paar Einheiten bekommen von der wunderbaren Gilde, beziehungsweise Clan. Ich muss sagen, Clash of Clans ist das einzige Projekt, wo ich immer gerne muss. Warum? Weil ich ganz einfach immer so früh aufnehme. Oh Mann, ey. Sollte da auch mal vorproduzieren. Will ich auch machen. Einen Tag vorproduzieren, damit der Partner pünktlich kommt. Genau wie bei den anderen Sachen. Also sorry, sorry, meine jungen Damen, meine jungen Herren. Ich baue schon mal was aus. Was baue ich denn jetzt erstmal schon aus? Verteidigungsmäßig kann ich nichts mehr upgraden, glaube ich. Ich habe, glaube ich, alles noch Maximum upgraded. Verteidigung, außer natürlich die restlichen kleinen Pissmauern hier. 4, 4, 4... Wenn ich denn das ausbaue, das ist 7, 7. Wir könnten eigentlich anfangen, hier was Kleines auszubauen. Und zwar 7, 7, 7. Der ist oben schon auf 8, das ist okay. Und zwar den hier zum Beispiel. Denn der dauert nur 2 Stunden. Deswegen baue ich den schon mal aus auf jeden Fall. Damit das vorangeht. Das ist schon mal ein sehr, sehr schönes Upgrade. Aber irgendwie bekommen wir gar keine Einheiten. Egal, dann greifen wir trotzdem an und suchen vielleicht noch hier zum passenden Gegner raus. 800 Gold, das könnten wir auf jeden Fall mal riskieren, denn 800 Gold lohnt sich. Bekomme ich jetzt die gleichen Gegner wieder? Ne, das wäre ja schwachsinnig.
2,8. Das ist natürlich auch ein bisschen, sag ich mal, komisch sortiert hier alles. Oh, 300. Ja, was ist das? Ein dunkles Elixier. Der ist auch geil, aber. Ne? Ihr seht hier schon die Verteidigung. Da komme ich niemals durch. Außer ich bin so geil. Aber so. Ich bin wohl geil, aber nicht der Geilste. Oder bin ich der Geilste? Doch eigentlich schon. Aber. Heute nicht. Heute bin ich müde. Wie immer. Oh Mann, das stört euch bestimmt schon, wenn ich die ganze Zeit sage oder die ganze Zeit rumgähne. Deswegen, es tut mir leid. Das wird sich auch bald ändern. Damit ich das im Griff hier bekomme, alles 6.000, 11.000. Nee. Also ich muss ehrlich zugeben, die letzten Tage bin ich wirklich richtig hart in den Arsch gefickt worden, beziehungsweise da geht es mir nicht gut. Und ich hoffe mal, dass es kommen immer bessere Zeiten. Es ist jetzt morgen frei, wegen Feiertag. Und da hoffe ich doch mal, dass es mir dann um einiges besser geht, wenn ich mal so richtig ausschlafe. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Richtig ausschlafen ist das Geilste. Aber hinlegen, pennen und scheißegal, man hat keine Sorgen, keine Termine und gar nichts. Man legt sich einfach hin und pennt so lange, wie man Bock hat, bis man endlich mal komplett ausgepennt ist. Das kann bei mir 13, 14 Stunden dauern. Oh, wow. Was? Geht denn hier ab? Okay, das ist eine gute Geldanlage. Wo ist das Ganze hier? Da ist viel. Dann fangen wir gleich hier oben an, damit ich das ganze Gold bekomme. Weil wir gehen von hier rein. Von hier? Ja, das ist gut. Erstmal hier zwei. Sehr schön. Sehr gut. Haben wir das schon mal? Dann kommen diese wunderbaren Kollegen hier rein. Dann schicken wir hier zweimal. Dann kommen die schon mal hier oben rein. Das ist schon mal sehr gut. So, dann schicken wir auf jeden Fall von hier nochmal ein paar rein. Immer gut. Sehr schön. Und ab geht die Kiste. So. Reingevergenussferkelt. Wir brauchen das ganze Gold. Der hat ziemlich viel. Ich hoffe, das ist okay. Meine jungen Herren, meine jungen Damen. Das sieht gut aus. Oder? Ich hoffe doch mal. Die bekommen da die Verteidigung down, die Dicken. Das bekommen die den Tower noch down. Das wäre geil, wenn der Tower noch down gehen würde. Aber Gold und so weiter fließt um einiges schon. Es fließt einiges schon rein. Was ich sehr, sehr gut finde. Hilft wieder Minenwerfer jetzt wieder einiges kaputt machen, auch der alte Drecksack. Aua, warum schießt ihr alle auf mich? Da habe ich getan. Boom. Immer auf meine Einheiten. Da, Elixier ist fast voll. Ein bisschen Gold ist noch da, aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Bekommen wir viel. Ja, sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Jawohl, Elixier ist voll. Das Gold ist auch fast voll. 433.000, richtig gut. Jawohl, klatscht da unten noch was um. Yay. Oh Mann, jetzt läuft der einzelne Kollege da noch rum. Ach, scheiß auf den. Der wird eh jetzt sterben. Ja, weggenascht, mein junger Freund. Wunderbärchen. Kampf beenden. Okay. So eine Niederlage, aber wie viel Gold ich bekomme. Wie viel Elixier, richtig gut. Natürlich hätte ich auch alles bekommen können. Aber der Lars hat mal wieder nicht... egal. So, das sieht gut aus. Wunderbärchen, Dankeschön für diese geile Aktion. Lars, du musst hier, beziehungsweise ich klopfe dir mal eben selber gerade auf die Schulter. Wie low das ist, aber egal. So, ausbauen. Oh, das ist ein guter Feldzug, ein sehr, sehr guter Feldzug. Ausbauen. Habe ich viel zu viel Gold. Was? Ich habe viel zu viel Gold, das gibt's doch gar nicht. Was könnte ich denn jetzt noch für Gold eben weiter upgraden? Kann ich ja nicht, da brauche ich ja, Alter, 30.000 kosten die nächsten Upgrades. Uiuiui, das ist nicht ganz so schön. Aber wir können erstmal jetzt hier trainieren. Auf jeden Fall gibt es hiervon 5. Dann möchte ich gerne hiervon 5 haben. Und davon 5. Dann kann, upsala, kann das schon mal ausgebaut werden. Das dauert hier einige Zeit. Und ich möchte gerne hier dann davon 10. Davon 10. Das ist auch gut. Und der baut bitte davon 5. Und davon 5. Sehr schön, ist das auch schon mal fertig. Und wir könnten jetzt entwickeln. Nein, dafür haben wir zu wenig Elixiere. Aber wir können jetzt für die Elixiere, die wir haben. Fuck, jetzt habe ich alle ausgegeben. Für die ganzen hier Einheiten, die wir bauen. Aber die Einheiten brauchen wir natürlich, um natürlich voranzukommen. Beziehungsweise. Überlegen. Dann machen wir es anders, oder? Dann breche ich das ab hier. Wenn ich jetzt abbreche, muss ich wieder genug haben, ne? Um. 100.000 brauche ich da. Genau 100.000. Genau, dann mache ich also hier. Das dauert 8 Stunden, das grade ich auf jeden Fall ab. So, zack. Oh, alle Mauern abgegradet. Wie geil ist das denn bitte? Noch 90.000 übrig. Ein paar Einheiten werden gebaut, dann jetzt sammle ich wieder Elixiere. Und für die Elixiere werde ich dann wieder Einheiten und dann werde ich auf jeden Fall wieder losrocken. Und dadurch, dass das ja heute frei ist und morgen auch, werde ich bestimmt einiges bekommen an Money in the Hood. Und da könnt ihr gespannt sein. Ein guter Feldzug hat mir gefallen.
Und ich denke nochmal, dass es immer besser wird und irgendwann könnt ihr nicht mehr so in die Kommentare so rum, beziehungsweise nicht rumweinen, ach, das war blöd, nicht so schreiben von wegen, brauchst du mir gar keine Tipps mehr geben, denn bald weiß ich alles von diesem Spiel. Ich werde immer besser, ich weiß, ich habe einen schlechten Start eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich stelle mich ein bisschen blöd an, aber es tut mir leid, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen und ich hoffe doch mal, euch gefällt es weiterhin hier bei Clash of Clans. Macht mir richtig Spaß und ich bedanke mich auch für das ganze Feedback, weil ihr seid richtig geil und ich liebe euch deswegen und ich hoffe, wir sehen uns morgen dann wieder. Ich hoffe dann mal pünktlich so gegen 14 Uhr mit Clash of Clans. Wenn ja, dann gebt dem Video noch einen Daumen nach oben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Denn ihr seid ein Haufen super nicer, richtig krasser, super Boys. Haust du rein und tschüssi, meine Leute, Wunderbärchen. Nice.